Mein Name ist Christine König, ich bin 37 Jahre jung und bin Mama eines 5 Monate alten Sohnes, aber auch gleichzeitig Hundemama, das ist Ludwig, und im Hintergrund die etwas schüchterne Wilhelmine. Ludwig und Wilhelmine. Und was für ein Ludwig? Ludwig hat in den letzten Monaten ein anderes Verhalten gezeigt, was es wirklich zum Problem macht. Ich kann ihn kaum halten, er hängt sich in das Halsband, grätscht zwischen die Beine bei jeglichen Aufeinandertreffen mit anderen Hunden. Er schnappt um sich, er lässt sich nicht beruhigen und er bellt in einer Tour durch. Also was erstmal ein großer Vorteil ist, Wilhelmine lässt sich nicht anstecken. Denn sehr häufig hast du dann noch die Konstellation, dass alle anderen Hunde im Haushalt sagen, okay, dann bin ich dabei. Aber sie steht ja eher unsicher mit hängender Rute dahinter und hatte eigentlich keine Lust auf diese Zankerei. Ich habe Angst, dass der entweder mal in den Speichen hängt oder einen Spaziergänger angeht. Und ich habe einfach auch Angst vor den Reaktionen anderer Hundebesitzer. Und das nicht ohne Grund. Wir hatten eine Situation, in der wir ihn nur noch wirklich aus dem Affekt zurückgezogen haben, weil er sonst im Auto gehangen hätte. Und eine andere Passantin hatte das wahrgenommen und gesagt, wir verprügeln den, wir schlagen den, wir müssten angezeigt werden. Was sollte ich denn anderes tun, als den Hund ja rabiat zurückzuziehen, bevor er im Auto hängt? Die ganze Situation ist natürlich noch mal on top schwer, weil es da einen Säugling gibt. Also auch da, jetzt hängt das Baby in der Trage oder in einem Kinderwagen und du hast da so einen Hooligan, der die ganze Zeit randaliert. Das macht das alles natürlich viel komplizierter. Und das sind solche Situationen, die belasten einen. Und jedes Mal mit einer Anspannung spazieren zu gehen, das macht keine Freude. Ich bin mit meinem Latein am Ende, da ich bereits 3 Hundeschulen besucht habe. Es gibt anscheinend 2 Ludwigs. Es ist ein lieber Hund und er ist kein aggressiver Hund. Und ich möchte einfach 2 wunderbar erzogene Dackel an meiner Seite haben. Also da quillt das Mama-Herz gerade über. Da wird irgendein Trainer gesagt haben, hey, unter uns das aggressives Verhalten. Da würde ich übrigens 3 Ausrufezeichen dahinter machen. Und sofort hat der Mensch im Kopf, nein, mein Hund ist nicht aggressiv. Na klar ist er nicht 24 Stunden aggressiv, aber es gibt Situationen, wo er ziemlich vehement aggressives Verhalten zeigt. Und jetzt gilt es rauszufiltern, warum macht er das und was könnte der Plan B werden?